Uns steht ein ganz aufregendes Event bevor, denn die Plejade haben sich erstmalig überhaupt entschlossen einzugreifen. Und zwar werden sie astrale Operationen für uns durchführen und manche Menschen wurden schon darauf vorbereitet. Diese Botschaft ist sehr, sehr wichtig und es ist auch für dich interessant, mehr darüber zu erfahren. Ich werde dir in diesem Video alles erzählen. Und wenn du dabei sein möchtest, hast du heute in diesem Video die Möglichkeit, dich energetisch darauf vorzubereiten. Ich sag dir, wie das geht. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirjana und ich bin Heilmedium und Buchautorin. Ich habe ein Buch über die Plejaden geschrieben. Der Link ist unter diesem Video. Schaut es euch mal an, wenn euch dieses Thema interessiert. Da ist Aquajana eine der sieben Schwestern, von der ich geschrieben habe. Und sie wird heute auch zu uns sprechen über diese überaus wichtige Botschaft, die ich jetzt erst sagen darf. Ich habe auch schon auf Telegram euch darüber berichtet, sodass ihr da euch schon ein bisschen einrichten konntet auf das, was kommen wird. Ich darf diese Botschaft erst jetzt bringen. Es wurde die ganze Zeit noch intensiv daran gearbeitet, uns die passenden Energien zu übertragen und die Plejader werden das erste Mal wirklich von allein aktiv. Und das ist etwas, was es noch nie gab. Wirklich, was es noch nie gab zu dieser Zeit. Und das, was sie tun werden, sie werden es genau erklären. Aquajana wird zu uns sprechen, wird genau in dem Channeling in der Botschaft nachher erklären, was ihr zu tun habt, was ihr machen sollt. Und es dürfen auch die dazu, die noch nicht vorbereitet wurden. Und wenn du jetzt dieses Video etwas später anschaust und nicht, sag ich mal, am 7. Juni dabei bist, haben sie gesagt, wirst du dennoch diese Geschenke von den Plejaden bekommen, wenn du dieses Video zu Ende schaust. Also ein riesengroßes Geschenk und ich freue mich so sehr darauf und vor allen Dingen werden wir ja vorbereitet für das Festival. Das Festival Ende Juni und ich hatte euch in den Vorhersagen für Juni gesagt, die Energie wird ansteigen. Das war eine Andeutung von dem, was jetzt heute und morgen und übermorgen passiert. Das heißt, wir bekommen unheimlich große Unterstützung und diese Unterstützung werden wir beim Festival auch brauchen und wir werden dadurch so intensiv wirken wie noch nie zuvor. Und wenn du jetzt den Impuls hast, dabei zu sein, dann melde dich schnell an. Hier unten ist auch der Link für dich, wo du dich informieren kannst. Es ist so ein riesengroßes Event, so etwas gab es noch nie bisher auf der Erde. Und es gibt diese wunderschöne Botschaft, diese Prophezeiung von den Plejaden. Und zwar werden sie jetzt schon in der Nacht am 7. Juni für uns aktiv werden. Sie werden erstmalig in der Geschichte tatsächlich eingreifen. Und zwar werden sie eine astrale Operation durchführen. Das ist ein ganz außergewöhnliches Ereignis, was unsere Zivilisation auf einen höheren Bewusstseinsweg bringen wird für all die Menschen, die dabei sein möchten. Und natürlich gibt es auch Menschen unter uns, die schon Wochen vorher darauf vorbereitet wurden. Und ich habe die Erlaubnis, das jetzt zu sagen, um euch zu ermöglichen, dabei zu sein. Und zwar wird diese Operation, diese astrale Operation in unserem Energiefeld durchgeführt für alle, die damit einverstanden sind. Und das ist ein Meilenstein in der spirituellen Evolution der Menschheit. Und alle von euch, die so eine intensive Verbindung zu den Sternenfreunden und besonders zu den Plejadern fühlen, sind wohl dabei. Und zwar wurden schon in Träumen nachts die Menschen darauf vorbereitet. Also überlegt jetzt mal, was hattet ihr für Träume in den Wochen vorher, in den letzten Wochen einfach. Es gab also da auch Informationen, wie man sich jetzt auf dieses Event am 7. Juni vorbereiten kann. Und zwar möchte ich es euch gerne sagen, für all die, die noch dazukommen, wichtig ist es, dass ihr eure Räume, eure Häuser reinigt.
Ja, es ist ganz, ganz wichtig, dass da alles Negative, was vom Kollektiv ist, weggemacht wird aus den Häusern. Ihr solltet meditieren und ihr solltet aufnahmebereit sein und ruhig bleiben. Ruhig und erwartungsvoll, vertrauensvoll sein für den 7. Juni. Ihr wisst, der 6.6. ist eine Toröffnung und das ist die Vorbereitung für das Event am 7.6. Die Plejader werden auf die Erde kommen. Sie werden nachts zu den Menschen kommen, die bereit sind und die vorbereitet wurden. Und dann wird diese astrale Operation durchgeführt. Das ist kein physischer Eingriff, sondern eine besondere Art, auf die subtilen Felder des menschlichen Körpers zu wirken und uns unsere Traumata zu heilen, unsere emotionalen Blockaden zu lösen und auch unseren vielleicht noch schlummernden spirituellen Fähigkeiten zu aktivieren. Also ganz Großes wird in dieser Nacht geschehen und ich freue mich so, dass ich euch das endlich sagen darf. Und jeder einzelne Teilnehmer wird einzigartige Empfindungen dabei haben und wir werden eine tiefe innere Ruhe und Kraft verspüren. Es wird eine Erneuerung unseres Vertrauens und unserer Kraft in eine intensivere Verbindung zum Universum gefördert. Das ist ganz, ganz enorm und wir werden auch gleich noch die Botschaft hören, in der wir nochmal die Energien übertragen bekommen, damit wir dann am 7. auch ganz viel von diesen Energien aufnehmen können. Die Plejader sagen immer, sie sind hier, um uns zu helfen. Und gerade jetzt in der strengen Zeit des Übergangs ist es umso wichtiger. Und deswegen werden sie erstmals diesen Schritt machen, um uns tatsächlich mit diesem astralen Eingriff so richtig gut zu unterstützen. Und das ist so ein großer, großer Moment der Freude. Und das heißt, die wirken bis zum Sonnenaufgang vom 8. Juni. Und dann werden wir uns an diesem Morgen wie verwandelt fühlen, ist so diese Aussage. Und das heißt also, mit besonders klarer spirituellen Fähigkeiten, mit einem klaren Blick werden wir uns wiederfinden und die Tiefe, eine ganz tiefe Verbindung zum Universum fühlen und mit neuer spiritueller Kraft werden wir uns dem kollektiven Erwachen der Menschheit widmen können und auch dieser Event ist wichtig für die ganze Menschheit und für das komplette Erwachen, also immens wichtig. Und sie sagen, das ist erst der Anfang. Sie haben wirklich deutlich gemacht, dass ihre Mission darin besteht, der Erde bei ihrem Übergang in eine neue Ära der größeren Bewusstheit und Harmonie zu helfen. Und jetzt werden sie von allein aktiv. Und das ist so wunderschön. Das heißt also, eine große Erneuerung und Stärkung kommt. Und alle Menschen, die den Sternensamen in sich spüren, die also wissen, sie stammen von den Sternensamen ab, die werden da dabei sein. Und sie werden Liebe, Licht und Weisheit der Plejader empfangen und dadurch die Möglichkeit haben, auch als Botschafter dieser wundervollen Energien ja zu fungieren. Und das wird uns so helfen in der aktuellen Zeit, weil was jetzt gerade alles geschieht, das ist schon gar nicht mehr normal. Und deswegen freue ich mich so sehr auf den 7., auf dieses Event. Und sie sagen auch, das ist die Vorbereitung für alle Menschen, die zum Smarana-Festival kommen. Denn dort ist diese Kraft, die jetzt aus dieser astralen Operation entsteht, genau das, was wir brauchen, um dort so wundervoll wirken zu können. Und auch das ist ein Teil der geheimen Werkzeuge, der geheimen Events, die ich vorher nicht sagen durfte.
Und diesen Teil darf ich jetzt schon mal sagen und ich bin voller Freude, dass ich diese Botschaft heute überbringen darf und ich möchte euch jetzt auch gleich das Channeling überreichen. Es wird Aquayana sprechen und sie wird uns da nochmal für alle, die jetzt sagen, ich habe nichts gespürt von der Vorbereitung, möchte aber sowieso gerne dabei sein. Diese Menschen sind jetzt in diesem Moment willkommen und werden energetisch darauf ausgerichtet. Das, was ihr noch tun solltet, ist tatsächlich mal räuchern und meditieren. Und das Meditieren könnt ihr ja jetzt während der Botschaft machen und danach tatsächlich das Haus räuchern. Oder ihr nehmt auch ein Auraspray der Reinigung hier und da könnt ihr auch hier in eure Räume einfach hineinsprühen und dann findet auch die energetische Reinigung statt. So, und jetzt hören wir die Botschaft und ich freue mich so sehr darauf. Ich wünsche euch ganz viel Freude dabei. Geliebte Menschen der Erde, voller Freude überbringe ich den Segen des Lichtes, der Plejaden auf die Erde und ganz besonders zu dir. Ich bin Aquayana und ich spreche von der Botschaft von Alara, einer Weisen aus unseren Kreisen. Und so habt ihr schon gehört, dass wir nun aktiv werden und dass wir euch, wenn ihr dafür offen seid, eure Herzen und euren Geist öffnet, nachts zu euch kommen werden, um euch bereit zu machen, diese astrale Operation zu erhalten. Wichtig ist es, dass ihr einen klaren Geist bewahrt und im Vertrauen seid. Seid versichert, dass wir nur das tun werden, was gut für jeden Einzelnen ist und dass jede astrale Operation so geschieht, dass es zum allerhöchsten Wohle für euch wirkt. Und so werden die astralen Operationen für jeden Einzelnen von euch so abgestimmt, dass sie das Höchste und Beste für euch bringen werden. Es wurde euch schon mitgeteilt, dass es wichtig ist, eure Räume zu reinigen und auch eure Gedanken zu klären. Es ist wichtig, dass ihr insgesamt bereit seid und auch ruhig bleibt. Wer mag, darf vorher einen Chakrenausgleich machen, um in seine Mitte zu kommen. Und dann dürft ihr euch ganz entspannt in eure Betten legen und auch ganz entspannt in einen sanften Schlaf hinein euch begeben. Wir werden dann kommen, wenn ihr es nicht erwartet. Wir werden dann innerhalb der nächsten 48 Stunden in eurer Zeitrechnung bei euch sein, egal zu welchem Zeitpunkt ihr diese Botschaft hört. Denn wir haben uns entschlossen, nicht nur die auserwählten Wesen unter euch zu besuchen, sondern es auch allen anderen zu ermöglichen, uns zu empfangen und diese astrale Operation zu erhalten. Aus diesem Grunde möchten wir mitteilen, dass jeder, der diese Botschaft jetzt hört, innerhalb der nächsten 48 Stunden, wenn er sich vorbereitet hat, unsere astrale Unterstützung erhalten wird. Es ist uns sehr wichtig, der Erde und den Menschen beim Aufstieg zu helfen. Und deswegen werden wir erstmals aktiv, und zwar von allein aktiv. Jeder, der dabei sein möchte, hat jetzt in dieser Botschaft die Möglichkeit, sein Herz zu öffnen und uns zu rufen. Und so gebe ich euch ein wenig Zeit und in dieser Zeit dürft ihr, wenn ihr das möchtet, den Satz sagen,
Ich bin bereit und möchte die astrale Operation erhalten. Ich vertraue den Plejadern ihrer Liebe und bin bereit, in einem Raum des Schutzes das zu erhalten, was gut und richtig für mich ist. Und ich bin ein Teil der Menschen, die aktiv die Erde unterstützen in ihrem Wandlungsprozess. Und so stehe ich in tiefem Vertrauen zu dem, was geschehen wird, und werde dementsprechend meine Aufgabe vollziehen. Mit diesen Worten, wenn du sie nachgesprochen hast, wenn du sie alle Sätze nachgesprochen hast, wirst du die volle astrale Operation bekommen. Falls du einen Satz oder zwei auslässt, werden wir die astrale Operation so anpassen, wie es für dich am besten ist. Es geschieht alles zum allerhöchsten Wohle und wir freuen uns so sehr, für euch aktiv zu werden. Und wisset, das ist nur der Beginn. Wir werden in Zukunft weiter auf euch schauen und auch selbst wieder aktiv werden, denn die Zeit drängt, es spitzt sich zu und es ist wichtig, dass ihr kraftvoller seid. Es ist wichtig, dass ihr den klaren Blick habt und wisst, was zu tun ist. Und wir versprechen euch, ihr werdet euch am nächsten Morgen nach der Operation wie verwandelt fühlen. Ihr werdet eine spirituelle Klarheit spüren, eine spirituelle Kraft. Und ihr werdet mit euren verborgenen Fähigkeiten in der Lage sein zu wirken. All dies werden wir für euch in diesen Nächten tun. Und so bin ich voller Freude, dass dies nun geschehen darf. Und ich weiß auch, dass dadurch das Licht auf der Erde sich vergrößern wird. Und so seid guten Mutes, liebe Erdenbürger, und vertraut weiterhin auf die Impulse eurer Seele. Wir sind bei euch. Ich, Aquajana, habe voller Liebe für euch gesprochen und sende zum Abschied den Segen des Lichtes und freue mich, in Kürze bei dir zu sein. Spürt ihr auch diese große Freude, so ein bisschen aufgeregt, und ich freue mich so sehr, dass ich es jetzt sagen durfte, und vielleicht verstehen jetzt manche von euch, warum die Träume so komisch waren oder anders als sonst. Es wird sich ereignen und jeder ist eingeladen, dabei zu sein. Und ich habe auch auf Telegram darüber geschrieben, euch vorbereitet, und freue mich sehr, sehr, sehr darüber. Habt ganz viel Freude. Eure Nirjana, bis bald.